herzlich willkommen. Heute also über Autismus, über Asperger-Syndrom. Das Markanteste am Autist ist ja, dass seine Fähigkeit, auf äußere Veränderungen in seiner Umwelt zu reagieren, immer wieder sehr eingeschränkt ist. Seine Fähigkeit, mit den Veränderungen in seiner Umgebung mitzufließen, sich anzupassen, die ist ganz stark eingeschränkt. Und das ist ja eine Fähigkeit, die im zweiten Chakra entsteht, also eine zweite Chakra-Energie, die bei ihm blockiert ist. Das wäre jetzt energetisch das Markanteste. Ich werde dazu am Ende des Videos dann noch näher drauf eingehen. Zunächst mal, wie erscheint ein Autist eigentlich seiner Umgebung? Was wäre denn da das Markanteste in seinem Verhalten, wenn man ihn einfach so beobachtet, wie er sich so zurückzieht in sich? Woher kommt so ein Verhalten oder was würde man da sagen? Wie würde man das körpersprachlich deuten eigentlich? Und es ist natürlich ganz einfach. Warum zieht sich ein Mensch so in sich zurück? Ganz einfach, weil er sich überfordert fühlt. Also Überforderung erzeugt Angst und Angst erzeugt dann diesen Rückzug in sich selber, in, sagen wir mal, in sichere Gefilde. Das ist körpersprachlich ganz einfach zu sehen. Also, woher resultiert denn nun aber eine solche Überforderung? Da gibt es zwei Hauptsäulen, aus denen so eine Überforderung resultieren kann. Und beim Autist sind meistens beide Säulen vorhanden. Das eine wäre die Ebene, dass der Autist in seiner frühesten Kindheit oder vielleicht sogar noch früher, als im Mutterleib oder in früheren Leben oder eben auch in früheren Leben und in seiner Kindheit, weil meistens, was man in einem früheren Leben erlebt hat, es wiederholt sich ja dann, also was unverarbeitet aus einem früheren Leben noch da ist, das wiederholt sich ja dann meistens auch gleich in der Kindheit dann nochmals als Erlebnisse, weil es aufgrund der Resonanzgesetze ja angezogen wird. Also sprich, der Autist hat im Normalfall in seiner Vergangenheit Erlebnisse, die ihn überfordert haben, die ihn stark überfordert haben, die ihn so stark überfordert haben, dass irgendwann in ihm aufgrund dessen der Entschluss gereift ist, ich ziehe mich in ganz sichere Gefilde zurück, in ein ganz sicheres Verhalten, in ganz sichere, starre Verhaltensmuster, wo ich sicher bin, wo ich mich sicher fühlen kann. Also wie gesagt, das eine sind Erlebnisse, die da dazu geführt haben, zu diesem Verhalten, zu dieser Entscheidung, sich so zu verhalten. Und das andere sind alltägliche Vorkommnisse, wo er sich überfordert fühlt. Oder fühlte, weil natürlich das wird dann irgendwann zu seiner Komfortzone und irgendwann verhält er sich dann natürlich auch so, obwohl er vielleicht gar nicht mehr überfordert ist. Aber weil das in seinem Geist sich so festgesetzt hat, dieses Überfordertsein-Gefühl, ist das Überfordertsein-Gefühl dann auch noch da, wenn er 20, 30, 40, 50 Jahre alt ist. Und auch wenn es dann äußerlich gar nicht mehr präsent ist. Also das sind diese zwei Ebenen. Das eine Erlebnisse, Ereignisse und das andere sind alltägliche Überfordernisse,
die also aus seinem Alltag entsprungen sind, die er in seinem Alltag zum Beispiel schon meistens natürlich in der aller frühesten Kindheit erlebt hat. Was sind das für Überfordernisse? Das sind Überfordernisse, denen er ausgesetzt war. Zunächst mal energetisch und dann natürlich auch konkret. Also was kann so eine Überforderung sein oder was sind solche Überforderungen? Solche Überforderungen sind Energien, die von den Bezugspersonen kommen, also meistens zunächst mal von den Eltern. Überforderungen, die Eltern dem Kind stellen. Ich zeige erstmal ein Beispiel auf von so einer Überforderung im späteren Kindesalter. Wenn das Kind vielleicht schon 3, 4, 5, 6 Jahre alt ist und zum Beispiel mal beim Einkaufen dabei ist im Supermarkt und dann die Mutter dem Kind die Entscheidung gibt, es muss sogar selber entscheiden, was soll ich einkaufen. Also das Kind muss Entscheidungen fällen, die eigentlich der Verantwortung der Mutter obliegen. Denn natürlich, das Kind kann überhaupt nicht wissen, was gesund ist für das Kind. Was gut ist für das Kind, das kann das Kind ja noch gar nicht wissen. Selbst wenn es schon 7, 8, 9 oder 10 Jahre alt ist, das Kind kann nicht wissen, was für es gesund ist. Also was es auswählen soll. Und darum geht es ja gerade in einem Supermarkt, weil da sind ja unglaublich viele verschiedene Produkte vorhanden. Und die allermeisten Produkte in einem normalen Supermarkt sind schon ziemlich gesundheitsschädlich. Also woher soll denn das Kind jetzt wissen, was für das Kind gut ist? Das Kind ist mit so einer Entscheidung überfordert. Das heißt, die Mutter wälzt die Verantwortung, die sie eigentlich selber hätte, an das Kind ab. Die Mutter stiehlt sich aus ihrer Verantwortung. Und da haben wir dieses grundlegende Muster, das bei Autismus auf dieser alltäglichen Ebene vorhanden war, zumindest in der Kindheit des Autisten. Nämlich, die Eltern haben ihre Verantwortung an das Kind abgewälzt. Jetzt fragt sich vielleicht mancher, ja, Autismus ist aber ja doch schon ab der frühesten Babyzeit vorhanden. Wie kann das da sein? Da war das Baby ja noch gar nie mit beim Einkaufen. Deswegen, das war es natürlich nur ein Beispiel. So eine Abgabe von Verantwortung, die geschieht bereits durch eine simple Projektion. Also, Eltern projizieren in ihr Kind oder auf ihr Kind Dinge, für die sie eigentlich selber verantwortlich wären, sie in ihrem eigenen Leben umzusetzen. Das heißt, sie in ihrem eigenen Leben zu erschaffen, sie in ihrem eigenen Leben zu erschöpfen. Also es geht um kreative Dinge, die Eltern sich nicht erlauben, sich selbst zu erschaffen oder sich nicht erlaubt haben, sich selbst zu erschaffen. Und die sie auf das Kind projizieren und dadurch die Verantwortung für diese eigenen Wünsche abgeben und auf das Kind abwälzen. Und das sind Dinge, die geschehen schon, die können schon beginnen am allerersten Lebenstag des Kindes.
Ja, die können sogar schon davor passiert sein. Und mit diesen Projektionen, das sind ja Energien, die auf das Kind treffen, mit diesen Projektionen ist das Kind überfordert. Also das ist diese Art der Überforderung, die hinterm Autismus steckt. Wenn also so eine überfordernde Projektion auf das Kind eintrifft, das ist ja dann eine Energie, die ist jedes Mal, die ist Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, die ist ständig präsent, die trifft ständig auf das Kind ein. Immer wieder wird diese Projektion aktiviert, getriggert, neu aufgelegt. Die ist zum Beispiel in der Sprache vielleicht enthalten, mit der die Eltern mit dem Kind, mit dem Baby in dem Fall schon sprechen und so weiter. Die schwingt immer mit und mit und mit. Das Kind ist also immer wieder dieser Projektion ausgesetzt. Und nun hat natürlich ein Kind, ein kleines Baby, viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber es hängt auch vom Kind seiner eigenen Vergangenheit ab, von seinem Karma, also wie es damit umgehen kann. Weil, also es gibt zum Beispiel Kinder, die leben dann tatsächlich, also die nehmen das auf, die nehmen das an, die Projektion, und leben dann tatsächlich irgendwann diese Projektionen von den Eltern aus. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass Menschen, die sind 30, 40, 50 Jahre alt und leben ihr ganzes Leben eigentlich die Ziele von den Eltern aus. Also das ist nichts Ungewöhnliches, dass das vorkommt. Das kommt oft vor. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Variante, wie ein Mensch mit solchen Projektionen ja umgehen kann. Da nutzt er auch diese Energien für sich. Wenn aber ein Baby aufgrund seines Karmas, also aufgrund seiner eigenen Vergangenheit, gar nicht in der Lage ist, auch solche Projektionen anzunehmen, weil dieses Kind vielleicht in früheren Leben schon es gar nicht entwickelt hat, oder sagen wir es mal umgekehrt, schon aus früheren Leben noch mit sich bringt ein blockiertes zweites Chakra. Weil wenn das zweite Chakra blockiert ist, dann fehlt ja auch die Fähigkeit anzunehmen oder die Fähigkeit aufzunehmen, ist dann zumindest stark eingeschränkt. Also, es hängt vom Karma, von der Vergangenheit des Kindes auch ganz stark ab, wie das Kind dann auf solche Projektionen reagiert oder reagieren kann. Und wenn das Kind also nur so reagieren auch kann, oder auf jeden Fall, wenn das Kind so reagiert, dass es eine Art Schutzpanzer bildet, der oft sogar schon aus dem früheren Leben noch vorhanden war oder ist, also in dem früheren Leben hat er vielleicht eine ganz andere Funktion erfüllt, auf jeden Fall, dieses Kind, wenn es sich versucht vor diesen Projektionen, die auf es einströmen, schon als Baby, wenn es sich also versucht, dadurch abzuschotten, dass es wie sich unter so einer Schicht vergräbt. Also dieses autistische Muster dann benutzt, dann wird es zum Autist. Dann entsteht Autismus. Also dass ein Mensch Projektionen, dass ein Baby Projektionen unterliegt, das ist normal. Es gibt keine Eltern, die jetzt überhaupt keine Projektionen haben. Aber wenn die Projektionen besonders stark sind und wenn das Kind dann so reagiert, dass es sich versucht, vor den Projektionen zu schützen, sich abzukapseln, dann entsteht Autismus. Das ist dann genau das, was man Autismus nennt.
Völlig wurscht, ob das jetzt vielleicht erst 3 Jahre später als Asperger-Syndrom oder so sichtbar wird. Das Muster ist dasselbe. Also, das ist das, was man Autismus nennt. Und dieses Muster, sich hinter so einem Schutzwall zu verbergen, in so einer Schutzschicht sich so eine eigene Welt zurecht zu basteln, in so eine begrenzte Welt zu flüchten, das beinhaltet natürlich ein zweites Muster, das da dann als Folge zwangsläufig auftreten muss, nämlich so ein Kontrollmuster. Also kann man dann ruhig auch Kontrollwahn nennen, weil zu diesem Muster unter dieser Schutzschicht sich zu verkriechen, da gehört ja die Kontrolle dazu. Ich muss ja kontrollieren, dass ich unter der Schutzschicht bin. Ich muss ja unter der Schutzschicht alles kontrollieren, dass alles dicht ist. Ich muss kontrollieren, dass die Schutzschicht dicht ist, dass die überall dicht bleibt, dass nirgends etwas durchdringt aus der Umgebung. Dass diese Schutzschicht nicht undicht wird, weil in dem Moment, wo sie undicht würde, da würde sie ihren Zweck ja nicht mehr erfüllen. Und das muss kontrolliert werden. Deswegen zu diesem ganzen Schutzschichtmuster, hinter dem er sich verkriechen will, unter dem er sich sicher fühlen will als Autist, da gehört dieses Kontrollmuster dann zwingend dazu. Das ist dann die dritte Ebene, ne? Nach dem Überfordertsein-Gefühl und diesem Schutzschichterschaffung, da kommt dann also dazu dieser Kontrollwahn. Nennen wir es Kontrollwahn. Und das sind dann diese Elemente, aus denen sich der Autismus zusammensetzt. Ich habe dazu auf der Webseite einen ausführlichen Artikel auch geschrieben, den ich unter dem Video verlinke. Und jetzt natürlich, viele Eltern haben ja schon den Wunsch, dem Kind zu helfen. Also, wie kann man Autismus heilen? Kann man Autismus überhaupt heilen? Also ein ganz starker, wirklich mächtiger Aspekt vom Autismus ist dann schon, dass diese Muster mit der Schutzschicht und diese Muster mit der Blockade vom zweiten Chakra, dass das immer schon aus dem früheren Leben mitgebracht wurde. Zum Beispiel, ein Narzisst hat ja auch diese zwei wesentlichen Elemente, nämlich dieser Schutzpanzer, der beim Autist verhindert, dass er fühlend seine Umgebung wahrnehmen kann. Und dieses, was immer da dazugehört, zu dieser Gefühlseinschränkung, diese Blockierung oder Einschränkung eben im zweiten Chakra. Das ist beim Narzisst genauso wie beim Autist. Deswegen ganz viele Autisten haben, also vielleicht sogar alle Autisten, haben in früheren Leben narzisstische Leben, die sie gelebt haben. Also aus diesen narzisstischen Leben stammen dann diese Muster, die der Autist in diesem Leben so auslebt. Wie gesagt, Schutzschicht und Blockade im zweiten Chakra. Das ist exakt dasselbe, da gibt es zwischen Autist und zwischen Narzisst keinen Unterschied. Das hat übrigens schon Sigmund Freud erkannt, vor 100 Jahren oder so. Oder noch früher, weiß nicht, wann er es erkannt hat.
Sigmund Freud hat überhaupt keinen Unterschied gemacht zwischen Autist und Narzisst. Und das hat also, wie gesagt, durchaus seine Berechtigung, weil das eine aus dem anderen hervorgeht, also über mehrere Leben betrachtet. Der Narzisst kann sich, muss nicht, aber kann sich in späteren Leben dann zum Autist wandeln. Da ist also eine ganz enge, sage ich mal, Verwandtschaft zwischen den beiden. Der Autist ist quasi die Weiterentwicklung des Narzissten. Und wie geht diese Weiterentwicklung dann weiter? Also zunächst mal, wie kann denn der Autist befreit werden? Er ist also einerseits natürlich der Gefangene seines Karmas. Dem kann er nicht entrinnen. Das kann er auch selber nicht auflösen innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen, weil das hat sich ja über viele Leben hinweg gebildet. Und deswegen, da muss er sich schon damit auseinandersetzen. Dem kann er nicht so einfach entfliehen. Deswegen, was kann er tun? Natürlich, er kann versuchen, in sein zweites Chakra zu gehen, da heilende Arbeit zu machen. Das hindert ihn ja niemand daran, aber trotzdem, er kann das nur tun im Rahmen seiner Möglichkeiten. Er kann sozusagen in seiner Welt, in diese kleine, beschränkte Welt, in die er geflüchtet ist, in dieser Welt kann er sich sicher fühlen, und aus diesem Gefühl der Sicherheit kann er dann versuchen, sich langsam wieder zu öffnen, mehr und mehr seiner Umwelt. Aber das natürlich im Rahmen seiner Einschränkungen, im Rahmen seiner, wie gesagt, aus früheren Leben stammenden Programme und so weiter. Das heißt, es ist kein Öffnen, was so ist, sondern es ist so ein ganz langsames Öffnen. Das sind nur kleine Blütenblätter, die sich da erstmal öffnen können. Das Karma, dass er sich ganz öffnet, das hat er überhaupt nicht. Diese Fähigkeit hat er überhaupt nicht entwickelt. Das steht ihm deswegen als Möglichkeit auch nicht zur Verfügung. Jetzt, was können seine Mitmenschen, seine Eltern, seine Betreuer, was kann seine Umgebung für ihn tun? Sein Karma können die natürlich nicht ändern, das ist klar. Aber was sie tun können, ist natürlich aufhören mit den Projektionen. Weil die Projektionen, die sind ja auch eine Energie, die den Autist gefangen halten. Also er ist ja nicht nur der Gefangene seines Karmas, dessen, was er früher verursacht hat, sondern er ist ja auch der Gefangene der Projektionen, die er ja übrigens wegen seinem Karma nur angezogen hat. Also die sind jetzt nicht irgendwie zufällig oder aus dem Nichts da, sondern er zieht diese Projektionen ja an. Also seine Mitmenschen können aufhören zu projizieren. Wie können sie das tun? Ganz einfach, indem sie ihre eigene Göttlichkeit annehmen und nicht auf andere projizieren. Indem sie annehmen, dass es ihre eigene Aufgabe ist, ihre Wünsche zu manifestieren in ihrem eigenen Leben und nicht im Leben von anderen. Also, das ist das, was man das Stoppen von Projektionen nennt. Indem man aufhört, auf andere das, was eigentlich das eigene ist, zu projizieren. Es beinhaltet auch, dass man aufhört, Verantwortung auf andere abzuwälzen. Ich habe die volle Verantwortung für meine Wünsche,
Ich habe die volle Verantwortung, meine Wünsche selber umzusetzen. Ich habe die volle Verantwortung für mein eigenes Leben. Und ab dem Moment, wo ich alle diese Verantwortungen annehme, selber, dann hört es automatisch auf, dass ich das auf andere hinaus projiziere, auf andere abwälze, dass ich Verantwortungen abgebe, dass ich Verantwortungen abwälze auf andere, also eben in dem Fall auf mein eigenes Kind. Kinder sind ja, sage ich mal, ein bisschen sehr geeignet eigentlich dafür, dass man auf sie Dinge projiziert. Sie sind noch jung und so weiter. Sie sind noch angeblich unbeschriebene Blätter und so weiter. Deswegen, das ist schon ein heftiges, tiefsitzendes Muster auch in unserer ganzen Gesellschaft, dass Projektionen auf Kinder abgewälzt werden. Das fängt ja schon bei so schwachsinnigem Glauben an, wie dass man sich so Glaubenssätze reinzieht, ja, meinen Kindern soll es einmal besser gehen. Ja. Damit, also da fängt es schon an und damit endet es aber noch lang nicht. Weil natürlich so ein Glaubenssatz, meinen Kindern soll es einmal besser gehen, der funktioniert natürlich überhaupt nicht. Der bewirkt, dass es nie irgendjemand besser geht. Weil die Kinder übernehmen diesen Glaubenssatz ja natürlich auch. Und denken dann auch wieder, ja, meinen Kindern soll es besser gehen, haben wir nicht. Ne? Das heißt, es darf bei so einem Glaubenssatz nie, nie, nie jemand besser gehen. Du bist als Elternteil dafür verantwortlich, dass es dir besser geht. Und nur wenn du dafür die Verantwortung übernimmst, dass es dir besser geht, nur dann kann dein Kind das von dir genauso auch übernehmen, dass es ihm selber besser geht. Das Kind übernimmt, ja, die Eltern sind ja Vorbild für das Kind. Und das Kind übernimmt, ja, das von den Eltern, den Glauben, die Muster. Die Handlungsmuster auch. Und wenn Eltern also so handeln, dass es ihnen besser geht, die also etwas tun dafür, dass es ihnen selber besser geht, dann lernt das Kind das automatisch, wie man das macht. Und vor allem, ganz wichtig, es lernt, dass man es überhaupt kann. Während bei einem Glaubensmuster wie, ja, meinen Kindern soll es einmal besser gehen, das ist so ein ganz typisches Muster dafür, wo Eltern die Verantwortung an das Kind abgeben. Da muss man selber nichts tun, dass es einem selber besser geht. Da muss man selber keine geistige Arbeit an sich selber machen. Da muss man selber nicht umdenken. Da kann man selber in den eigenen armseligen Armutsprogrammen weiter drin sich suhlen. Indem man einfach sagt, ja, mein Kind, da soll es mal besser gehen. Ne? Nicht mir selber. Da kann ich in meinem eigenen armseligen Programm, in meiner armseligen Komfortzone weiter drin bleiben. Und da bleibe ich auch weiter drin. Und dieses immer da drin bleiben, immer da weiter drin bleiben, wie gesagt, das machen die Kinder dann natürlich genauso. Deswegen geht es diesen Kindern dann auch nie besser. Selbst wenn die Eltern dem Kind eine Million oder eine Milliarde vererben, das sieht man ja in der Praxis, wohin das führt. Ne? Es gibt unglaublich viele Kinder von unglaublich reichen Eltern, die sind drogensüchtig bis zum geht nicht mehr zum Beispiel. Die haben also überhaupt nichts davon, dass es ihnen angeblich besser gehen müsste. Es geht denen nicht besser. Dieses Programm, dieser Glaubenssatz, meinen Kindern soll es mal besser gehen, das funktioniert überhaupt nicht. Ist aber in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Also, ich habe das Beispiel jetzt deswegen so ein bisschen ausführlicher dargestellt,
weil das ist ein gutes Beispiel für diese Art von Energien, die auf Kinder projiziert werden und mit denen Kinder überfordert sind. Und wie gesagt, wenn ein solches überfordertes Baby, das ist ja eine Energie, die dringt auch schon auf ein Baby, das noch gar nichts versteht, das erst eine Stunde alt ist, da dringt es schon auf das Baby ein. Und wenn das Baby dann darauf, auf diese Überforderung, so reagiert, dass es sich hinter einer Schutzschicht, hinter einem Schutzpanzer wie eine Schildkröte verzieht in sich selber, dann, also wenn es so reagiert, dann entsteht Autismus. Wie gesagt, das Kind hat auch noch viele andere Möglichkeiten zu reagieren. Aber vielleicht hat es die anderen Möglichkeiten eben doch nicht wegen seiner karmischen Vergangenheit. Es ist also nicht nur die Schuld der Eltern, wenn ein Kind autistisch ist. Aber dieses autistische Kind hat sich diese Eltern ausgesucht. Oder sagen wir mal, ausgesucht ist da ja dann auch nicht der richtige Ausdruck, weil aufgrund seines Karmas hatte es nicht wirklich die Wahl. Es gibt so eine bestimmte Ebene, da hat das Kind sich das schon ausgesucht, weil es will sich ja da weiterentwickeln. Aus dem Weg vom Narzisst zum Autist. Ich habe das auch in dem Artikel ein bisschen dargestellt, warum das Kind überhaupt, warum ein Narzisst überhaupt auf so eine Idee kommt. Der Narzisst, der irgendwann gestorben ist und dann natürlich in dieser Zwischenphase zwischen dem vorherigen Leben und dem nächsten Leben, da macht man ja auf Seelenebene allerhand Vorsätze und nimmt sich vor, was man im nächsten Leben auch entwickeln will, lernen will, wie man sich da weiterentwickeln will und so weiter. Und natürlich macht auch ein Narzisst da gute Vorsätze für sich. Und natürlich, ein Narzisst glaubt ja, er sei der Größte. Ne? Wenn ein Narzisst also gute Vorsätze macht, dann kann das schon ziemlich extrem klingen. Deswegen, ich habe hier mal sowas aufgeschrieben, wie sowas klingen kann. Vor allem, wie es dann klingt, wenn der Narzisst wieder inkarniert ist. Sprich, wenn er wieder ein bisschen in seinem Ding drin hängt, weil diese Schicht, die ihn von seinen Mitmenschen abschottet, die hat er ja in seinem nächsten Leben dann gleich wieder da. Die kann ja nicht verloren gehen, die muss er ja selber auflösen. Das ist seine Lebensaufgabe für den nächsten Leben, damit er aus dem narzisstischen Ding überhaupt wieder rauskommt. Also hat er die gleich wieder da und so weiter. Und dann klingt das, was zunächst sehr edel in dieser Zwischenebene, auf Seelenebene festgelegt wurde, das wandelt sich dann natürlich schnell wieder, kriegst wieder so einen narzisstischen Touch. Und wenn es diesen narzisstischen Touch hat, dann kann sowas so klingen wie: Ich rette alle. Alles kontrollierend übernehme ich diese Verantwortungen, die niemand will. Also dadurch, dass diese Mitmenschen, gerade in unserer Gesellschaft ist es ja üblich, dass man Verantwortung abgibt. Also dann schwirren überall diese Verantwortungen herum, die niemand haben will, mit denen niemand zurechtkommt. Und dann kommt also dieser Narzisst und glaubt, er kann, muss, will jetzt alle retten vor diesen Verantwortungen, die da überall herumschwirren, die da niemand will, mit denen ja
die Menschen scheinbar nicht zurechtkommen, deswegen gehen sie ja ab, diese Verantwortungen. Ne? Dann kommt also der Narzisst hier, der Narzisst hier inkarniert an und hat dann also Glaubenssätze in sich unbewusst am Schwingen, wie ich rette alle, alles kontrollierend übernehme ich alle diese Verantwortungen, die niemand will, die da von den Tausenden nicht angenommen so blind im Raum herumfliegen. Und er glaubt, er kann das erreichen, indem er Ordnung schafft. Ich schaffe Ordnung. All dies mache ich, damit ihr mich lieb habt. Natürlich, das schwingt immer mit. Ne? Das ist dann schon wieder eine andere Ebene als die Seelenebene. Er ist wieder in seinem Ding. Der Narzisst kann nicht von einem Leben aufs andere aus seinem Narzisstentum aussteigen. Er braucht eine Entwicklung. Und einen von diesen möglichen Entwicklungswegen, das ist über den Autismus. Deswegen, wie gesagt, meistens hat der Autist eine narzisstische Vergangenheit in dem früheren Leben. Und ja, ich habe das zum Beispiel, ich habe ja das hier jetzt gerade so drastisch dargestellt. Ich rette alle, dieses Glaubensmuster. Ich rette alle. Das ist so ein Muster, was in unserer Gesellschaft von vielen unterstützt wird. Es sind zwar in unserer Gesellschaft kaum jemand hängt mehr wirklich diesem christlichen Glauben an. Also kaum jemand geht noch in die Kirche zum Beispiel. Viele sind ausgetreten. Aber in ganz vielen sitzt es noch tief, tief, tief drin, dieser Glaube, dass da irgendwann der große Retter kommt. Ne? Irgendwann kommt jemand, der alle rettet. Damit man selber bequem mit seinen ganzen Scheiß-Glaubensmustern in Ruhe weiter wursteln kann. Da soll im Außen jemand kommen, der einen rettet und dann muss man selber nichts tun. Muss man selber nicht an der eigenen Psyche arbeiten, muss man nicht an den eigenen schlechten Gedanken arbeiten, muss man nicht an den eigenen schlechten Gedanken, Muster, Glaubensmuster arbeiten, da nichts verändern und so weiter. Da kann man bequem weitermachen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag mit dem Glauben, ja, da kommt irgendwann der Jesus oder wer auch immer und er rettet mich. Ne? Also dieser Glaube, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Das ist nichts, was irgendwie nur vereinzelt vorhanden wäre. Da haben wir wieder ein Muster, das ganz weit, weit, weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft. Wo sich also der Autist leicht einklinken kann. Und natürlich, dann haben wir also einerseits die Projektionen, die von den anderen Menschen kommen. Wie gesagt, bis hin zur Projektion, ja, dieses kleine Baby soll jetzt mich retten, soll unser Leben retten, so denken Eltern. Zum Beispiel, da sind Eltern, die haben in ihrer Beziehung Probleme. Vielleicht ist die Beziehung schon so im Arsch, dass sie nur noch zusammenbleiben wegen dem Kind. Na, dann haben wir ganz real sogar das Kind, das die Beziehung retten soll. Na, also solche Muster. Na. Aber auch wenn die Muster nicht so heftig sind, mit solchen Mustern ist natürlich ein Kind überfordert. Da haben wir also im Außen das, was alles auf das Kind einströmt, diese überfordernden Projektionen. Und dann haben wir das Kind selber, den Autist, der früher Narzisst war, da haben wir also das Kind selber mit seinen Programmen auch noch, das glaubt, es muss alle retten, es will alle retten. Geht natürlich auch nicht. Es ist ja schon mit diesem Glauben an sich, wäre es schon überfordert, selbst wenn von außen gar nichts auf das Kind einströmt. Es wäre schon allein durch diesen Glauben überfordert, es müsse alles retten, weil es geht ja nicht.
Es ist nicht die Aufgabe eines Menschen, die Welt zu retten. Das kann es gar nicht sein. Die Aufgabe des Menschen ist immer nur, sich selber weiterzuentwickeln, sich selber zu vergöttlichen, sich selber zu einem Lichtfunken zu machen. Die Aufgabe des Menschen ist immer nur, die eigene Welt zu retten. Niemals die Welt von anderen. Also, von beiden Ebenen aus betrachtet, Überforderung, Überforderung, Überforderung. Das ist also, wie gesagt, das wesentliche Element darum, was zum Narzissmus führt. Ja. Also, ich blende hier nochmal diese Grafik ein. Und ich glaube, ich habe hier das Wesentliche dargestellt. Man kann ja natürlich Dinge aus vielen, vielen verschiedenen Ebenen betrachten. Und man kann auch noch diese Ebene betrachten mit dem zweiten Chakra. Also wir haben beim Autist immer Eltern, die selber die Verantwortung für ihre kreativen Ideen nicht übernehmen. Im Prinzip letztlich für die Energie in ihrem eigenen zweiten Chakra. Also Eltern vom Autist haben immer selber auch ein Thema mit ihrem eigenen zweiten Chakra, mit ihren eigenen zweiten Chakra-Energien. Und das ist, weil ich gerade gesagt habe, ich betrachte es jetzt nochmal aus einer bisschen anderen Perspektive. Eine Perspektive ist auch die, dass die Eltern, weil sie Probleme mit dem zweiten Chakra haben, mit Hilfe ihrer Projektionen quasi dem Baby, die versuchen zu stehlen Energien aus dem zweiten Chakra. Weil natürlich, wenn das Kind kreative Ideen, Wünsche der Eltern umsetzen soll, also über die natürlich alles auf unbewusster Ebene stattfindend, über Projektionen, dann fehlt dem Kind natürlich Energien aus dem zweiten Chakra für das eigene. Das heißt, wir haben hier auch eine Art Diebstahl der Eltern an den Energien vom Kind, und zwar an Energien aus dem zweiten Chakra. Und auch das ist wiederum aus der Sicht des Kindes karmisch bedingt, weil der Narzisst lebt ja auch auf Kosten von anderen, von Menschen, von denen er aus deren zweiten Chakren er Energie stiehlt. Der Narzisst stiehlt Energien aus dem zweiten Chakra von anderen Menschen. Und das findet im Prinzip bei einem kleinen Baby auch statt, wenn Eltern solche Projektionen machen. Sie stehlen dem Baby Energien aus dem zweiten Chakra. Wie gesagt, man kann nicht sagen, dass die Eltern daran schuld sind, dass dem Baby diese Energien gestohlen werden, weil das Kind hat es ja selber in einem früheren Leben verursacht, dadurch, weil es selber auch so gehandelt hat. Und deswegen zieht es das Kind automatisch zu solchen Eltern hin, wo das passiert. Ja, also, ich habe das eingangs erwähnt, wir haben beim Autismus
ja auch folgendes Thema, dass nämlich der Autist für seine Mitmenschen fast mehr Probleme verursacht als für sich selber. Also seine Mitmenschen müssen sich immer irgendwie nach ihm richten, müssen auf ihn besonders Rücksicht nehmen und so. Ganz nebenbei bemerkt, auch schon wieder ein Muster, was ja der Narzisst auch hat. Ne? Auf den Narzisst nehmen ja auch immer alle Rücksicht. Der stellt sich ja ganz krass in den Mittelpunkt. Ja, also dadurch, dass der Autist für seine Umgebung fast mehr Belastung ist als für sich selber, daran sieht man das auch, weil es ist nämlich auch die Botschaft an seine Mitmenschen. Die müssen auch was verändern im eigenen. Denn sonst wären sie ja nicht belastet vom Verhalten des Autisten. Und so ist also die Botschaft ganz, ganz, ganz klar. Die Mitmenschen vom Autist, auch wenn sie ihm helfen wollen bei der Heilung, sie können es nur dadurch tun, indem sie an sich selber arbeiten. Damit diese eigenen unbewussten Projektionen aufhören. Das ist der einzige Weg, wie sie dem Autist helfen können. Weil nur wenn diese Projektionen von außen, wenn die stoppen, dadurch wird es für den Autist leichter, diese Schutzschicht abzulegen oder aus seinem Schutzpanzer hervorzukriechen. Nur wenn diese Projektionen stoppen, wird es ihm erleichtert. Okay, genug für heute. Danke. Tschüss.